Der dritte Lehrlingsball der Fallberger Industrie wurde gleich zu Beginn der Ballsaison wieder zu dem Ballereignis des Landes. Mit über 3.700 Ballgästen im Regenzer Festspielhaus hat die Industriesparte der Fallberger Wirtschaftskammer von, mit und für Lehrlinge den bei weitem größten Ball Vorarlbergs gekonnt in Szene gesetzt. Aufgrund der enormen Nachfrage war der Lehrlingsball auch in diesem Jahr bereits nach wenigen Tagen ausverkauft. Von Lehrlingen wurde der Ball auch in diesem Jahr wieder höchst professionell moderiert. Wir freuen uns, dass wir Sie heute Abend durch ein abwechslungsreiches Programm führen dürfen. Lassen Sie sich überraschen. Mit einer klassischen Polonaise eröffneten über 30 Tanzpaare mit Lehrlingen aus verschiedensten Unternehmen der Vorarlberger Industrie ihren Ball. Die Leitung dieses Eröffnungshöhepunktes hat dankenswerterweise Juanita Hible übernommen, die 2011 auch den Wiener Opernball mit den Debütantinnen und Debütanten eröffnen wird. Maßgeschneidert wurden die Kleider der an der Polonaise beteiligten Damen in diesem Jahr von Designerin Sabrina Kabusch aus echten Vorarlberger Stickereien. Zahlreiche Prominente gaben den Lehrlingen die Ehre und beteiligten sich aktiv und höchst erfreut am Ballgeschehen. Die Lehrlingsausbildung hat einen sehr hohen Stellenwert, weil die duale Ausbildung ein wesentliches Element für die Sicherung des Fachkräftepotenzials in der Zukunft ist. Wir investieren daher sehr viel in die Lehrausbildung und die Unternehmen sind auch sehr engagiert in der Ausbildung der Lehrlinge. Das ist außerordentlich erfreulich und eine wichtige Basis, dass wir auch in Zukunft ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort sind. Ich bin sehr stolz auf die Vorarlberger Lehrlinge, auch auf die Ausbildner. Und der heutige Abend zeigt ja wieder, dass der Stellenwert der Lehre sehr stark gestiegen ist. Das ist wichtig, ein gutes Image, das motiviert die jungen Menschen. Und ich glaube, solche Anlässe neben der guten Arbeit sind sehr, sehr wichtig. Also ich freue mich jedes Jahr schon wieder auf diesen Ball. Wir sind stolz auf unseren Nachwuchs, auf unsere Zukunft. Das sind die tüchtigen Facharbeiter, die Konstrukteure. Und ähnlich wie es einen Matura-Ball gibt, möchten wir einen Ball der Industrie machen, mit geballter Energie, mit viel jungen Leuten, mit Fischern, anständigen jungen Damen und Herren. Und für mich ist es eine Freude, heuer zum dritten Mal diesen Ball zu haben. Wir machen etwas für unseren Nachwuchs. Das ist das Thema. Ein Hauptprogrammpunkt des Lehrlingsballs war die würdevolle Ehrung der ausgezeichneten Lehrabsolventen. Gemeinsam überrachten Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rhein und der Obmann der Sparte Industrie, Diplom-Ingenieur Christoph Hinteregger, die begehrten Industrie-Oscars. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr 82 besonders erfolgreiche Nachwuchsschlüsselkräfte aus 38 Industriebetrieben. Insgesamt haben in diesem Jahr 425 Lehrlinge ihre Ausbildung in einem der 130 Ausbildungsbetriebe der Vorarlberger Industrie erfolgreich beendet. Mit diesen nochmals deutlich gestiegenen Absolventenzahlen wird deutlich, wie wichtig Fachkräfte für die heimische Industrie sind. Die Lehrlinge sind für die Vorarlberger Industrie essentiell wichtig, denn nur bestens ausgebildete Facharbeiter können das hohe Niveau der Vorarlberger Industrie bewerkstelligen und realisieren. Weil bei uns gibt es nichts Billiges mehr, bei uns gibt es nichts Einfaches mehr. Wir brauchen nur bestqualifizierte Facharbeiter, um diesen hohen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten. Das ist sicher der Fall, weil in Vorarlberg ein hoher Stellenwert auf die Lehrlingsausbildung gelegt wird, weil natürlich darauf geachtet wird, dass Fachkräfte selbst im eigenen Betrieb heranreifen. Und ich denke, weil eben nicht nur der Fachbereich in der Lehre sehr wichtig ist, sondern weil auch hier auf die soziale Kompetenz geschaut wird. Und deshalb funktioniert in Vorarlberg besser als in anderen Bundesländern. Ja, das ist zum Ersten sicherlich die Bereitschaft der Arbeitgeber, Lehrlinge einzustellen, auszubilden, gute Ausbildner zur Verfügung stellen und natürlich die Bereitschaft der Jugend in der Vorarlberger Industrie, hochqualitative Leistung zu erbringen. Das ist eigentlich das, was mir den Ball wirklich, was das Tolle an dem Ball ist, dass hier man sich bemüht, den Lehrlingen auch im gesellschaftlichen Bereich entsprechendes Fundament, Selbstbewusstsein zu geben, das sie verdienen. Sie sind die Stütze unserer Wirtschaft. Meinen Augen sind sie das Geheimnis der Vorarlberger Wirtschaft. Und es ist richtig, dass man ihnen den Rücken stärkt, ihnen Mut macht, dass sie mit Selbstbewusstsein in die Zukunft kommen. Besonders gut angenommen wurde auch in diesem Jahr das Rahmenangebot des Lehrlingsballs. So konnte man sich im Styling Corner frisurtechnisch auffrischen lassen oder verschiedene Spielkonsolen ausprobieren.
weil ich an das Jahr meine Lehre beendigt und das ist eigentlich der richtige Abschluss jetzt von meiner Lehre. Ich selber arbeite im Metallberuf und es ist einfach super da. Man sieht so an der Stimmung, es ist viel los und es ist jedes Jahr wieder ein Erlebnis. Ja, unter die Lücke oder unter ein bisschen Fun haben. Lehre am Ball war das nun schon traditionelle Motto dieses Mega-Events. Und aus diesem Grund standen vor allem die erfolgreichen Lehrlinge ganz im Zentrum des Geschehens. Lehrlinge und ihre Ausbilder zeigten dann auch in einem unterhaltsamen Showblock, was sie an bühnenreifen Showacts zu leisten in der Lage sind und brachten ihr Publikum zum Toben. Für mich war besonders beeindruckend der Einsatz von der Ausbilder. Man hat richtig gemerkt, dass sie einen Spaß daran haben. Teilweise waren sie schon mal dabei, teilweise waren sie neu. Die schon mal dabei waren, die haben auch gewusst, auf was sie sich wieder einladen. Und darum waren die auch mit vollem Einsatz dabei und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es ist immer wieder spannend mit denen und Überraschungen sind in jedem Training sie. Zum Teil auch zum Beispiel unser unter Anführungszeichen Lehrling. Wir haben natürlich die ganzen Ausbilder am Anfang nicht gekannt, weil wir zum ersten Mal mit ihnen gearbeitet haben. Und da sind dann zum Teil die Charaktere richtig rausgekommen. Wir haben gesehen, okay, wem kann man was zutrauen. Wer gibt richtig Gas? Und das war teilweise richtig spannend. Also da sind manche aus sich rausgekommen und denken, wow, cool. Was wirklich spannend war, auch was sie geleistet haben, neben ihrer Arbeit, ihrem Alltag, was wir ihnen gesagt haben, natürlich zu vermitteln und zu übertragen. Es haben mich teilweise das sehr überrascht, dass sie sich richtig eingesetzt haben in das Ganze und auch den Spaß dran hatten. Das war also wirklich toll. Neu war in diesem Jahr, dass der Lehrlingsball auch als Livestream von Lende TV im Internet mitverfolgt werden konnte. So hatten alle, die keine Ballkarte mehr ergattern konnten, die Möglichkeit, das Programm mitzuverfolgen. Der krönende Abschluss des Lehrlingsballs stellte dann ein professionelles Showprogramm mit beeindruckenden akrobatischen Leistungen dar. War es eine Veranstaltung mit und für Lehrlinge zu machen, zu gestalten. Und dieses Ziel haben wir erreicht. Mit viel Leidenschaft und mit viel Engagement haben unsere Lehrlinge diesen Ball begleitet und unterstützt. Sie haben mitgemacht. Und dieses Engagement und diese Leidenschaft, denke ich, die werden sie auch als junge Fachkräfte in der Vorarlberger Wirtschaft übernehmen und so umsetzen können. Der Lehrlingsball der Wirtschaftskammer hat sich mittlerweile für Jung und Alt zu einer echten Kultveranstaltung entwickelt. Bereits einen Monat vor der Ballnacht ausverkauft. Unterstützt wurde der Lehrlingsball auch in diesem Jahr von der Vorarlberger Hypobank. Alles in allem war der Lehrlingsball das Ballereignis in Vorarlberg, bei dem man einfach dabei sein muss. Die nächste Möglichkeit für alle, die 2010 auch keine Karte mehr bekommen haben, gibt es dann wieder 2011.